herzlich willkommen zu den diesjährigen Dschungelspielen. 11 Tribute reißen wir aus ihren von Sozialhilfe bezahlten Bruchbuden, in denen sie vergangenen Zeiten des Ruhms nachweinen, und stecken sie in eine Arena, in der sie bis zum Tod kämpfen. Und wenn wir von Tod sprechen, meinen wir natürlich den sehenswerten sozialen Selbstmord der teilnehmenden Nicht-Prominenz. Die ersten 6 Kandidaten schicken wir schnurstracks durch den Dschungel hinein ins Camp. Ganz vorn dabei der Wendler. Die Verkörperung der Selbstüberschätzung, der von vornherein ankündigt: Also ich werde nicht gewählt zur Dschungelprüfung, dazu bin ich in Deutschland viel zu beliebt und bekannt, und falls ich doch gewählt werden sollte, mache ich einfach nichts. Tja, das klingt für den Rest des Teams nach echten Hungerspielen. Dschungelspielen, Sonja, wir wollen doch hier keine Markenrechte verletzen. Niemals, wir sind doch ein Original. Ich war ein Star und was hat's mir gebracht? Das fragt sich auch Corinna Drews. Einen bemitleidenswerten Ballermann-Ex und ihre berühmten 15 Minuten wären wohl ihre Antwort. Korrekt. Jochen Bendel, unser Indiana Jones für Arme, bekannt als Ruckzuck-Moderator, zeigt hier, dass er auch ruckzuck ein leckeres Dschungelmenü aus einfachsten Zutaten zaubern kann. Jetzt wird es Zeit für eine Runde Trash-Quartett. Ich biete Kategorie Casting Marco Angelini Top 10 DSDS 2011. Das kann ich schlagen. Ich habe hier die gute Larissa, Top 10 Germany's Next Topmodel 2009. Gebürtiges Mitglied des geheimen Schwesterordens der hohlen Kokosnüsse, dem auch Georgina und Sarah Knappig angehörten. Und mit ihrer, nennen wir es, etwas präsenteren Art fand sie im klapprigen Defa-Schauspieler Winfried Glatzeder eine Vaterfigur. Nämlich die Sorte Vater, die ihren Töchtern sagen: Du bist ein ätzendes Miststück, gehst mir auf den Sack. Während also die ersten 5 Kandidaten eine Solo-Vorführung von Das laute Leiden der lärmenden Larissa genießen durften, sprangen die restlichen Kandidaten am nächsten Tag überm Camp leider mit Fallschirm aus einem Flugzeug ab. Nur 2 Leute nicht. Mola, der ehemalige Viva-Moderator, der betont, dass weiße Menschen eben eher springen, was ich nebenbei rassistisch finde, du Arschloch. Na, das gibt's nur für Schwarze. Und dann noch ehemalige Queensberry-Sängerin Gabby, die Kommentare macht wie: Die Schwarzen essen Hühnchen und bleiben auf dem Boden. Frei nach dem Motto: Wenn dich sonst keiner diskriminiert, mach's halt selbst. Übrig bleiben Tanja Schumann von RTL Samstagnacht, die durchweg agiert, als wäre sie einer SpongeBob-Folge entlaufen. Bachelor-Loserin Melanie Müller. Ähnlichkeiten zu anderen MMs sind hier natürlich rein zufällig. Und Julian FM Stöckel. Der eben auch. Model. Hat der nicht mal gemodelt? Keine Ahnung, hast du den schon irgendwo mal gesehen? Nö. Egal, in die erste Ekelprüfung wurden, wer hätt's gedacht, unsere 2 sympathischsten und liebenswürdigsten Kandidaten gewählt. Larissa und der Wendler schlabberten an Spinnen, kuschelten mit Kakerlaken und schlawenzelten mit Schlangen. Ich hab vor die Zunge gespürt von der die hat mich angekackt. Das ist doch Blödsinn. Du hast auch gespürt, nein, die Zunge. Ich hab nichts gespürt. Und weil unsere gute Larissa das so schön gemacht hat, haben die Zuschauer entschieden, sie darf die nächste Prüfung auch genießen. Das war's für heute von Ich war ein Star und was hat es mir gebracht? 16 Tage. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Yo Leute, danke fürs Zuschauen. Die Dschungelcamp-Parodien findet ihr ab jetzt täglich auf meinem Kanal, immer gegen 19 Uhr. Falls ihr nicht so lange warten wollt, schaltet Joyce ein. Da laufen sie schon immer circa eine Stunde früher. Mehr Infos findet ihr auf www.joyce.de oder auf meiner Facebook-Fanpage. Bis morgen. Im Schwesterordens der hohlen Kokosnüsse, dem auch Georgina und Sarah Knappig angehörten. Und mit ihrer, nennen wir es, etwas präsenteren Art fand sie im klapprigen Defa-Schauspieler Winfried Glatzeder eine Vaterfigur. Nämlich die Sorte Vater, die ihren Töchtern sagen: Du bist ein ätzendes Miststück, gehst mir auf den Sack. Während also die ersten 5 Kandidaten eine Solo-Vorführung von Das laute Leiden der lärmenden Larissa genießen durften, sprangen die restlichen Kandidaten am nächsten Tag überm Camp leider mit Fallschirm aus einem Flugzeug ab. Nur 2 Leute nicht. Mola, der ehemalige Viva-Moderator, der betont, dass weiße Menschen eben eher springen, was ich nebenbei rassistisch finde, du Arschloch. Na, das gibt's nur für Schwarze. Und dann noch ehemalige Queensberry-Sängerin Gabby, die Kommentare macht wie: Die Schwarzen essen Hühnchen und bleiben auf dem Boden. Frei nach dem Motto: Wenn dich sonst keiner diskriminiert, mach's halt selbst. Übrig bleiben Tanja Schumann von RTL Samstagnacht, die durchweg agiert, als wäre sie einer SpongeBob-Folge entlaufen. Bachelor-Loserin Melanie Müller. Ähnlichkeiten zu anderen MMs sind hier natürlich rein zufällig. Und Julian F. Herzlich willkommen zu den diesjährigen Dschungelspielen. 11 Tribute reißen wir aus ihren von Sozialhilfe bezahlten Bruchbuden, in denen sie vergangenen Zeiten des Ruhms nachweinen, und stecken sie in eine Arena, in der sie bis zum Tod kämpfen. Und wenn wir von Tod sprechen, meinen wir natürlich den sehenswerten sozialen Selbstmord der teilnehmenden Nicht-Prominenz. Die ersten 6 Drews. Einen bemitleidenswerten Ballermann-Ex und ihre berühmten 15 Minuten wären wohl ihre Antwort. Korrekt. Jochen Bendel, unser Indiana Jones für Arme, bekannt als Ruckzuck-Moderator, zeigt hier, dass er auch ruckzuck ein leckeres Dschungel
Menü aus einfachsten Zutaten zaubern kann. Jetzt wird es Zeit für eine Runde Trash-Quartett. Ich biete Kategorie Casting Marco Angelini Top 10 DSDS 2011. Das kann ich schlagen. Ich habe hier die gute Larissa, Top 10 Germany's Next Topmodel 2009. Gebürtiges Mitglied des Kandidaten schicken wir schnurstracks durch den Dschungel hinein ins Camp. Ganz vorn dabei der Wendler. Die Verkörperung der Selbstüberschätzung, der von vornherein ankündigt. Also ich werde nicht gewählt zur Dschungelprüfung. Dazu bin ich in Deutschland viel zu beliebt und bekannt. Und falls ich doch gewählt werden sollte, mache ich einfach nichts. Tja, das klingt für den Rest des Teams nach echten Hungerspielen. Dschungel spielen, Sonja. Wir wollen doch hier keine Markenrechte verletzen. Niemals. Wir sind doch ein Original. Ich war ein Star und was hat's mir gebracht? Das fragt sich auch Corinna.